Jeden Abend um 18 Uhr findet beim Tauchsteg eine Rochenfütterung statt. Die Inselgäste versammeln sich schön langsam. Und auch die Rochen finden sich bereits ein. Nach den Tieren kann man die Uhr richten. Fotoapparate und Handys sind bereits schussbereit. Jetzt aber los! Bis an den Strand lassen sich die Rochen mit den Wellen treiben, damit jeder einen Brocken abbekommt. Knietief steht ein Einheimischer im Wasser und wirft den Rochen aufgeschnittene Fische zu. Wo bleibt der Nachschub? Mehrmals muss noch Fisch nachgeholt werden, damit jeder seinen Happen abbekommt. Und wie immer wartet auch ein Zaungast, ob nicht ein kleiner Brocken für ihn abfällt. Wenn man nicht mehr nachtauchen geht, kann man bei der Sunset Bar bereits mit dem Deko-Bier beginnen oder einen Cocktail of the Day genießen. Wir lassen unseren Blick in die Ferne schweifen und beobachten den beginnenden Sonnenuntergang.